So, willkommen wieder zurück zu meinem Dungeon Keeper Let's Play. Ich habe mich am Schluss der letzten Folge vertan, was die Mission angeht. Das hier ist jetzt nicht wieder eine Mission mit Auswahl, sondern das hier ist einfach nur eine Bonusmission. Also geht's nur hier mit der mit den Hauptmissionen weiter. Also legen wir mal los. Rittergut Pfirsichberg. Gute Nachrichten, Keeper. Ihr seid so stark geworden, dass Horny beschlossen hat, selbst mit euch an der vordersten Front zu kämpfen. Die Ländereien des Ritterguts Pfirsichberg fließen über vor magischer Energie. Um euren großen Verbündeten zu beschwören, müsst ihr Mana-Gruften von Ritter Tiberius erobern. Die versorgen euch dann mit all der Macht, die euer schwarzes Herz begehrt. Oh, klingt böse. Also Mana-Gruften, die geben, glaube ich, einen ordentlichen Mana-Bonus. Und ja, damit können wir dann wahrscheinlich ständig Horny rufen. Aber gucken wir mal. Euer widerlicher Gestank beleidigt meine Nase. Dieses wohlriechende Land wird euch abstoßen. Dafür werde ich sorgen. Ja, wohlriechendes Land. Aber er scheint ziemlich gut verteidigt zu sein. Eieiei. Also da werden wir wirklich den Horny brauchen. Ah, und da sieht man auch schon die Mana-Grüfte. Sehr schön. Also an die müssen wir irgendwie rankommen. Magische Tür. Ihr habt nun die Macht, Horny herbeizurufen, wenn ihr wollt. Aber es kostet euch jedes Mal eine Menge Mana. Findet und erobert darum die Mana-Gruften, die in diesem Reich liegen. Dann könnt ihr es euch leisten, ihn zu rufen und auf die feigen, aber gut verteidigten Ritter zu hetzen. Ja, die Ritter sind wahrlich gut verteidigt. Und ich merke gerade, wir haben verdammt wenig Platz hier, deswegen pfeife ich jetzt mal auf Dungeon-Stabilität und will das ganze System, das ganze Umfeld hier aus, dass ich meine Räume mal frei bauen kann. Und auch vor allen Dingen mehr Mana zusammenbekomme. Weil hier geht es mit einem kleinen Gang weiter und hier ist noch ein bisschen Gold und das war's dann auch schon. Bin ziemlich eingeengt hier, so wie das aussieht. Okay, hier gibt es ein bisschen Gold. Ich glaube, das sollten wir uns zuerst das Gold hier holen, bevor wir die größere Goldader da angraben. So. Naja, sieht schon ziemlich gut aus mit dem Aushöhlen. Ah, das ist mal schön viel Platz. Okay, Ronny rufen kostet 100.000. Das könnte ein Weilchen dauern. Aber gut. Merk schon, eine Werkstatt wäre gut, weil es gibt nur, so wie es aussieht, diese beiden Zugänge hier. Dann könnte ich da wenigstens. Boah, sind die teuer, die magischen Türen, aber die werden wenigstens etwas bringen. Ja, noch ein Imp kostet 3000 Mana. Den werde ich aber brauchen. Mit 5 Imps gewinnt man keinen Krieg. Ach, aber hier gibt es dafür wenigstens etwas Gold. Und ich brauche dringend mehr Mana, weil damit ich erstens sowieso Horny rufen kann und zweitens, dass ich mich mit böser Blick mal gucken kann, in welche Richtung ich am besten als erstes grabe.
Das ist ja auch so eine Sache. Okay, Freiraum haben wir schon mal. Dann können wir jetzt hier... Das sind 8 Betten. 12 Betten. Ja, 16 Betten, das ist ein groß genuger Schlafraum. Jetzt brauchen wir aber dringend eine große Hühnerfarm. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Für die wir nicht genug Geld haben. Schafft mir mehr Geld ran. Holt mir auch noch das Gold hier. Wir brauchen jedes bisschen Gold. Trainingsraum. Hier gibt es Lava, also dürfte ein Trainingsraum Salamander anlocken. Den können wir hier nicht groß genug reinmachen. Ihr könnt euch den Bau dieses Raumes nicht leisten. Da sieht die Hühnerfarm zwar ein bisschen komisch aus, aber ich hoffe mal, sie wird's tun. Jetzt ab, Trainingsraum. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon gekommen. Sehr schön. Und ja, die Werkstatt brauche ich ja sowieso, um noch Teufler anzulocken. So. Null Arbeiter. Ja, sehr, sehr schön. Nicht groß genug. Ah, zwei Arbeiter, wenigstens etwas. Eine neue Spezies ist in euren Dungeon. Und schon kommen Teufler. Sehr schön. Wie viele Kreaturen kann das Portal? 15. So wie immer eigentlich. Die Steinbrücken brauchen wir jetzt nicht mehr. Können wir verkaufen erstmal. Ich will nicht in diese Richtung graben. Das sieht nämlich nicht gut aus. Nein, hier ist ein ziemlich weit offenes Gebiet, sehe ich gerade. Nein, nein, in die Richtung grabe ich definitiv nicht durch das Gold hindurch. Ah, da steht ein Ebenbrumm. So. Im Augenblick kann ich nichts tun, als zu warten, bis meine... paar Leute, die ich hier habe, trainiert haben, bevor ich mich weiter irgendwo vorwag. Ist es in der Richtung? Also hier ist erstmal nur Stein. Oder? Nein, hier ist ein Heldentor. Hier ist ein Heldentor. Und da schreit einer, als ob er gefoltert wird. Das Stück Gold könnte ich theoretisch noch angraben. Das mache ich jetzt erstmal nicht. Erstmal grabe ich doch lieber erst in die Richtung. Und zwar ganz schnell, bevor aus dem Heldentor noch irgendwas Garstiges rauskommt. Ja, Touren scheine ich ja fürs Erste genug zu haben, die trainieren. Okay, den einen Goldklumpen grabe ich noch weg. Damit bleibt immer noch der hier im Weg. Ja, sehr schön, die trainieren schon mal. Mal gucken, was es hier drin gibt. Die Nische ist verdächtig aus.
Okay, wir haben einen Troll gekriegt. Der wird mir aber nicht besonders viel bringen. Die Teufler und die Salamander bringen mir einigermaßen mehr. Ach, da haben wir gleich mal in Richtung von dem Heldenportal. Gehen wir aufs Ganze. So viele Ems brauche ich ja im Augenblick auch gar nicht. Ja, tötet den Zwerg. Ich brauche einen Kerker, um Gegner sicher zu verwahren. Ja, mach Sachen. Den könnte ich wirklich gut gebrauchen, jetzt den Kerker. Ja. Kann ich dich hier absetzen, dass du hier weitermachst? Nein, natürlich nicht. Das ist jetzt doof. Hier ist nichts außer einem Heldentor und hier geht's auch nirgendwo weiter. Das ist jetzt gemein. Aber richtig gemein. Muss ich wirklich in die Richtung weitergraben? Und mich fragen, wo ich mir einen Kerker aufstellen könnte. Ich habe nämlich nirgends Platz für einen Kerker. Ihr braucht einen Friedhof, um eure Leichen zu stapeln. Nicht mal das kann ich. Ich muss mit dem bisschen auskommen, was ich hier habe. Das kann wirklich noch lustig werden. Und da kommt eine Gegnerhorde. Ah, die sieht schon etwas böse aus. Aber sie rennt direkt in meinen Trainingsraum rein, wo gerade alle Kreaturen trainieren. Wenigstens kommt nicht hier oben was aus dem Portal raus. Ah je. Das kann auch lustig werden. Jetzt geht's los. Aber hey, das ist kostenloses Training. Aber es verschwindet auch ein Haufen Mana.